Petri, ist alles in Ordnung? Nein, hier alles verwüstet. Na und? Wieso ist das so schlimm? Du wohl vergessen. Heute große helle Scheibe Dankfest. Ach das. Ist es etwa schon wieder so weit? Ganz tolle Zeit. Muss aufräumen. Wisst ihr, eigentlich weiß ich gar nichts über dieses große helle Scheibe-Dankfest. Du nicht weißt? Sie nicht weiß? Also ich kenne das auch nicht. Ich werde euch alles erzählen, was ihr wissen müsst. Geht schnell zurück zu euren Schlafplätzen, bevor Petri euch den ganzen Tag schuften lässt. Muss schuften. Große helle Scheibe braucht Dankfest, weil sie viele Tage so lang und schön gescheint hat. Alles klar, Petri. Du kannst deine Zeit ja mit diesem Fest verplempern, aber ich gehe schön zurück zu meinem warmen Schlafplatz. Sarah, richtig. Mir braucht Hilfe. Für große Fest muss alles blitzeblitzeblank sein. Gehört zu dem Fest noch mehr als aufzuräumen und sauber zu machen? Oh ja. Wir pflücken viele leckere Früchte für alle und feiern ein rauschendes Fest. Das ist ein Haufen Arbeit, aber das ist es allemal wert. Jap, jap, jap. Außerdem, alle denkt darüber nach, was sie in die warme Zeit gelernt haben. Also Mia hat das gelernt. Ich weiß nur, was ich gelernt habe. Pass auf! Ich kann hüpfen wie ein Springelinger. Nachher, wir alle zusammen haben riesengroßen Spaß. Aber erst, wir müssen kräftig aufräumen. Ich glaube, das große helle Scheibe Dankfest wird mir sehr gefallen. Alle zusammen! Schieben! Tera, uns braucht Hilfe! Na schön, na schön. Aber nur den einen Baumstamm. Mein Schlafplätzchen wird immer kälter und kälter. Da wird große helle Scheibe froh sein. Und wieso? Große helle Scheibe sieht fest. Wenn gut, dann auch scheint, wenn kalte Zeit kommt, dann nicht ganz so kalt. Die große helle Scheibe beobachtet uns? Ja, helle Scheibe beobachtet immer. Das ist doch gar nicht wahr. Und wenn der großen hellen Scheibe unser Fest nicht gefällt, heißt das, es wird dann ganz dunkel und eklig? Zumindest denkt Petri das. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist doch nur eine Geschichte. Hab ich recht, Littlefoot? Hä? Naja, ich weiß nicht. Ich finde es schön, ein Fest zu feiern, wenn man für etwas dankbar ist. Vielleicht ist das für euch Spaß. Also für mich ist das nichts weiter als ein Haufen Arbeit ohne besonderen Grund. Sind wir jetzt mit dem Baum fertig? Mir nicht fertig. Mir schieben Baum zu schnelles Wasser für große helle Scheibe. Na dann los. Packen wir es auf. Ja, ja, ja. Schön, dass ihr heute schon so früh bei der Arbeit seid. Wir haben heute noch eine Menge zu tun. Aber ganz bestimmt nicht alle. Ein perfekter Tag für ein Fest, nicht wahr? Ja, das kann man wohl sagen. Stimmt was nicht, Sera? Warum kümmert sich ein Erwachsener wie Sie um die große helle Scheibe? Es ist nichts falsch daran, dankbar zu sein, Sera. Mir sehr dankbar. Ja, klar, ich bin dankbar, dass ich mit der schweren Baumstammschlepperei fertig bin. Ich muss lernen, was ich in der letzten warmen Zeit gelernt habe. Ich weiß, was ich gelernt habe. Jap, jap, jap. Was immer Ducky auch gelernt hat, es ist unter Wasser.
Sie kann ganz schön tief runtertauchen. Vielleicht versucht sie, unter Wasser Grünzeug für das Fest zu finden. Es gibt unter Wasser grünes Futter? Ja. Aber um es zu kriegen, muss man lange seinen Atem anhalten. Luftblasen! Hurra! Das geschafft! Ich habe ganz, ganz viel geübt seit dem letzten große helle Scheibe-Dankfest. Ja, das hab ich, ja, das hab ich. Das war ganz schön beeindruckend, Ducky. Also ich habe mehr gelernt als ihr alle zusammen. Ich habe gelernt, Hast du gelernt, Terra? Sag uns und große helle Scheibe auch. Ach, vergesst es. Was sollen wir vergessen? Vergesst einfach alles. Ich hab die Nase voll von eurer großen hellen Scheibe. Wieso denn? Magst du die helle Scheibe etwa nicht? Na klar mag ich sie. Ich finde nur nicht, dass wir ein Dankbarkeitsfest dafür feiern müssen, dass sie da ist. Was kommt als nächstes? Muss ich den Bäumen und Felsen auch dafür dankbar sein, dass sie da sind? Na ja, wenn du möchtest. Japp, japp, japp. Ich möchte aber nicht. Klar, die große helle Scheibe ist nur sowas wie ein Ball am Himmel. Sie kommt und geht und macht, dass es warm wird, so wie immer. Das muss man nicht extra feiern. Ich finde, jeder hat ein Recht auf seine Meinung über das Dankfest für die große helle Scheibe, Zera. Dann verplempert doch euren Tag, wenn ihr wollt. Ich werde euch jedenfalls nicht helfen und ich werde auch nicht mitfeiern. Hier, wir feiern unser eigenes Fest, während die anderen sich mit diesem große helle Scheibe-Unsinn beschäftigen. Hallo Tapsi, hallo Zera. Oh, ist das für die Feierlichkeit? Nein, das ist nur für uns. Was soll denn das heißen? Weißt du, ich glaube, dieser ganze Feierlichkeitsquatsch ist völliger Unsinn. Aber alle anderen im großen Tal sind da ganz anderer Meinung. Meine Zera nicht. Richtig, Zera? Genau, Papsi. Tricia und ich hatten jedenfalls viel Spaß. Wir haben den anderen beim Aufräumen geholfen und Tricia hat ihr erstes süßes Baumteil gefunden. Hörst du mir überhaupt zu? Was? Selbstverständlich höre ich dir zu. Ihr seid damit beschäftigt, für etwas dankbar zu sein, für das man gar nicht dankbar sein muss. Na schön, falls du deine Meinung änderst, Tricia und ich sammeln jetzt ein paar süße Wurzeln für die Feierlichkeit. Nein, danke. Ich bleib lieber hier bei meinem Papsi. Papsi, glaubst du, dass Tria und Tricia verrückt sind? Nein, natürlich nicht. Du machst dir viel zu viele Gedanken. Was nicht sein kann, das kann auch nicht sein. Und jetzt ist. Oh, vielleicht habe ich gelernt, dass die schlecht schmeckenden Baumteile auch gut schmecken können. Nein, das habe ich noch nicht gelernt. Keine Sorge nicht, Ruby. Die große helle Scheibe, sehr geduldig. Papsi? Was ist denn schon wieder? Weißt du noch, wie Tria mich und meine Freunde zum Matschepampe-Pool geführt hat? Ja, und? Zuerst wollte ich da nicht reingehen, aber als ich dann drin war, da war es irgendwie toll. Naja, jetzt bereiten meine Freunde alles für die große Feier vor und... Wäre es denn wirklich so schlimm, wenn wir ihnen dabei helfen? Ich meine, nur ein kleines bisschen. Von mir aus. Wir können ja mal zu ihnen rüberschlendern und sehen, wie sie ohne uns zurechtgekommen sind. Dankeschön, Papsi. Jetzt sieht es hier schon viel hübscherer aus. Japp, japp, japp. Japp. Jetzt ist alles für die große Feier vorbereitet. Hey, gehört das da oben etwa auch zur Feier? Also mir glaubt nicht.
Feuerfelsen. Feuer! Feuer? Schnell, Zira! Oh nein! Wir müssen das Feuer löschen, bevor es sich ausbreitet. Littlefoot, ist große helle Scheibe böse? Nein, Petri. Wir kennen doch alle den rauchenden Berg. Und manchmal spuckt er eben Feuer. Das heißt nicht, dass die große helle Scheibe böse ist. Das heißt nur, dass wir dieses Feuer allein bekämpfen müssen, solange keine Hilfe eintrifft. Spiky, du gräbst, wie du vorhin schon mal gegraben hast. Chomper, mit deinen Füßen schleuderst du dann die Erde in das Feuer. Alles klar. Geklappt! Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, um Wasser raufzuschütten. Wie wär's denn mit nassen Baumsternen? Das könnte klappen. Oh, ich glaube, ich kann jetzt besser rennen, als ich vorher rennen konnte. Das heißt, dann ist Rennen das, was ich jetzt besser kann. Jawohl! Mir wusste, sie findet heraus. Ducky, du holst jetzt alle nassen Baumsterne aus dem Wasser. Das mache ich, ja, das mache ich. Und Petri, ich möchte, dass du diese nassen Baumsterne nimmst, über das Feuer fliegst und sie darüber fallen lässt. Was? Über Feuer fliegen? Hey, du kannst das. Für die große helle Scheibe. Na gut, für große helle Scheibe. Was machst du denn hier, hä? Ich helfe euch! Schnell! Das Feuer ist noch nicht gelöscht! Vater Dreihorn, Sie sind auch hier? Natürlich bin ich hier. Ich bin hier, um euch zu helfen. Wir brauchen noch mehr nasse Baumsterne. Ich werfe sie dann ins Feuer. Noch mehr Baumsterne! Große Fest kaputt gemacht. Das Feuer frisst unser Essen, sodass wir es nicht mehr essen können. Wir brauchen mehr Hilfe. Die bekommen wir gerade. Seht doch mal. Gefrorenes Himmelswasser. Oh, das ist wunderschön. Seht doch, das Feuer geht aus. Das tut es, ja, das tut es. Gefrorene Himmelswasser rettet große helle Scheibe Dankfest. Noch ist das Feuer nicht ganz aus, Petri. Das wird es auch nicht, wenn wir nur Löcher in die Luft starren. An die Arbeit. Genau, Papsi.
helle Scheibe ganz wunderschön. Ja, das ist sie wirklich. Vielleicht habe ich gelernt, dass es gut ist, etwas zu feiern. Jedenfalls ab und zu. Los, Littlefoot, bist du nervös wegen der Prüfung? Ein bisschen. Ich will die Prüfung unbedingt bestehen. Aber ich hätte lieber mehr Zeit gehabt, um mich vorzubereiten. Ron sagt, entweder man ist für die Prüfung bereit oder man ist es nicht. Das klingt fast so, als hätte Ruby es gesagt. Du hast gut lachen, Littlefoot. Ich möchte auch gern die Prüfung machen, aber Ron lässt mich nicht. Du bist auch bald an der Reihe, Shorty. Wenn du bereit dafür bist. Aber ich bin jetzt schon bereit. Vielleicht machst du mit Shorty heute die Prüfung. An meiner Stelle. Es wird Zeit, Littlefoot. Gehen wir. Ich bin auch bereit, ein Anführer zu sein. Geh doch einfach runter zur Wasserstelle, Shorty. Da kannst du mit Littlefoots Freunden spielen. Ja, na schön. Ich wette, ich kann Littlefoots Freunden beweisen, dass ich bereit bin, ein Anführer zu sein. Alle hergesät, da kommen Großmutter Langhals mit Shorty. Hallo, schön dich zu sehen. Hallo. Shorty möchte gern mit euch spielen, während Littlefoot mit seinem Vater unterwegs ist. Wunderbar, spielen wir. Na dann amüsiert euch, Kinder. Shorty, wir spielen gerade Schwimmer und Spritzer, weißt du? Nein, danke. Schwimmer und Spritzer kann ich jeden Tag spielen. Aber wenn ich schon mal im großen Tal bin, möchte ich gern den großen Steinübergang sehen. Was für ein Ding? Den großen Steinübergang? Ja, Littlefoot hat mir davon erzählt, als ich das letzte Mal hier war. Er führt hoch oben über das schnelle Wasser rüber. Ich kann's kaum erwarten, da entlang zu laufen. Ich weiß nicht, ob wir das wollen, Shorty. Das klingt nach Spaß. Ein Abenteuer. Komm, das wird Spaß machen. Na los, alle mir nach. Wieso sollten wir dir folgen? Naja, weil ich die große Langhalsprüfung schon bestanden habe. Oh, ist das wahr? Klaro, Klärchen. Das heißt, ich kann meine Herde zu einem Abenteuer führen. Sind wir etwa seine Herde? Entschuldige bitte, Shorty. Zum großen Steinübergang geht's da lang. Das wusste ich. Ich wollte nur erst noch einen Schluck trinken. Also, ich bin mir nicht sicher, ob er es schafft, den Steinübergang zu finden. Na und? Wenn er sich verirrt, haben wir nichts damit zu tun. Aber ich möchte auch gern den großen Steinübergang sehen. Also schön von mir aus. Hey, Shorty! Alles klar, wir werden mit dir mitkommen. Wusste ich's doch. Na dann mir nach. Wir sind da, mein Sohn. Und jetzt sagst du mir, worin die große Langhalsprüfung besteht? Zur Prüfung gehören drei verschiedene Aufgaben. Jede Aufgabe endet, wenn du einen roten Baumstern gefunden hast. Einen roten Baumstern. Alles klar. Die erste Aufgabe ist ein schwieriger Weg, der deine Stärke, deine Ausdauer und deinen Mut auf die Probe stellt. Du musst den höchsten Punkt des Tafelbergs erreichen, um die Aufgabe zu vollenden. Ich verstehe. Ugh!
Littlefoot! Ich hab alles im Griff, Papa! Willst du lieber wieder runterkommen? Nein! Ich weiß, ich krieg das hin. Ich hab's geschafft. Und da ist ja auch der rote Baumstern. Jetzt muss ich nur noch irgendwie wieder runterkommen. Hey, super! Gelbe Summlinge! Das ist ja ekelhaft. Er steht auf scharfe Sachen. Ich kann nicht mit jemandem auf Abenteuerreise gehen, der sowas futtert. Wieso denn nicht? Das tut doch weh. Aber ich möchte den großen Steinübergang auch sehen. Ist schon gut, Chomper. Ich gehe mit dir zusammen zum großen Steinübergang. Die anderen gehen ohne uns mit Shorty. Na toll, was für ein Glück. Na los, folgen wir unserem Anführer. Papa, was sagst du jetzt? Ich habe es geschafft. Ich habe die erste Aufgabe geschafft. Gut gemacht, Littlefoot. Wenden wir uns jetzt der nächsten Aufgabe zu. Dabei musst du deine Intelligenz unter Beweis stellen. Du musst den zweiten roten Baumstern finden, der irgendwo im Wald versteckt ist. Und wie soll ich das anstellen? Du bekommst 3 Hinweise. Die Baumsterne sind gefallen. Achte auf den Baumbewuchs. Und pack das Problem bei der Wurzel. Die Baumsterne sind gefallen? Achte auf Baumbewuchs und pack das Problem bei der Wurzel. Wie soll ich denn bei den vielen Bäumen einen einzelnen Baumstern finden? Da oben ist er. Das ist der Steinübergang. Also, welchen Weg nehmen wir? Mir fliegt hoch und sieht, was der beste Weg ist. Ich glaube, ich möchte gern eine kleine Pause machen. Oh ja, das möchte ich. Ganz wie du willst. Wenn du rumschwächelst, dann führe ich die anderen ohne dich dahin. Was? Wir können sie nicht auch noch zurücklassen. Vertraut mir. Das geht schon klar. Wir treffen uns dann da. Ich wette, ohne mich kommt ihr nicht dahin. Ihr habt viel zu viel Angst. Was? Angst? Zera, Shorty, dieser Weg längerer. Ich frage mich, wie Shorty die Anführerprüfung bestanden hat. Vielleicht war Prüfung für schlechte Anführer. Die Baumsterne sind gefallen. Achte auf Baumbewuchs, pack das Problem bei der Wurzel. Hey, der Baum hat keine Baumsterne mehr. Das heißt, sie sind alle runtergefallen. Augenblick mal, wenn dieser Baum keine Baumsterne mehr hat, wie soll ich denn hier diesen einen roten Baumstern finden? Die Baumsterne sind gefallen. Achte auf Baumbewuchs. Baumbewuchs, den gibt es nur an einer Seite des Baums. Und jetzt? Pack das Problem bei der Wurzel. Wollen mal sehen. Der rote Baumstern. Meinen Respekt, Littlefoot. Dann kommen wir jetzt zur letzten Aufgabe.
das so lange gedauert? Wir wollten lieber den abenteuerlichen Weg nehmen. Ja, alles klar. Shorty, vorsichtig, Licht, du lieber nicht so dicht daran geht. Dieser Steinübergang sieht gar nicht so hoch aus. Oh, aber das ist er. Er ist ziemlich, ziemlich hoch. Hä? Ihr seid doch kleine Angsteier. Aber ich nicht. Shorty! Und Chomper kommt. Ich frage ihn nach Hilfe. Deine letzte Aufgabe besteht darin, einen Weg durch die Feuergrube zu finden. Und welche Langhalsfähigkeiten sollen damit getestet werden? Das kann ich dir nicht sagen. Das gehört zur Prüfung. Naja. Vielleicht springe ich einfach von Stein zu Stein. Aber die Feuerblasen könnten auf die Steine spritzen. Das ist also kein sicherer Weg, um rüberzukommen. Oh, es muss einen besseren Weg geben. Wir helfen euch, Shorty, zu helfen. Ich glaube, ihr könnt Hilfe gebrauchen. Ja. Hört auf zu quatschen! Zieht lieber! Wow, danke, dass ihr mir geholfen habt. Kein Problem, das haben wir doch gerne gemacht. Weil ihr mir geholfen habt, dürft ihr beide auch in meiner Gruppe sein. Herr Yumini. Danke. Baumstämme wie dieser sind eigentlich immer sehr gut zu gebrauchen. Aber wenn ich ihn in die Feuergrube schiebe, fängt er garantiert Feuer. Nein, das ist auch nicht gerade sicher. Es ist bestimmt gegen die Regeln, um einen kleinen Tipp zu bitten, was? Alles klar, wir nehmen diesen Weg. Das aber nicht Weg zurück. Na und? Das scheint ihn nicht zu interessieren. Er ist zu sehr damit beschäftigt, uns anzuführen. Mir wünscht Littlefoot wäre hier. Mal sehen, ob ich unserem Anführer was über Anführer beibringen kann. Hör mal, Shorty. Manchmal überlassen die besten Anführer einem anderen die Führung. Tatsächlich? Ja, klar. Frag doch einfach einen von uns, ob er auch den Weg kennt, so wie du. Naja, also als Anführer frage ich euch, ob einer weiß, wie wir wieder zurückkommen. Also, ich denke schon. Alle mir nach. Wenn ich keinen Weg über die Feuergrube finde, bin ich garantiert durch die Prüfung gefallen. Und das ist das Letzte, was ich möchte. Naja, vielleicht schaffe ich es ja, über die Feuergrube rüberzuspringen. Oh. Nein, das schaffe ich nie im Leben, darüber zu springen. Tut mir leid, Papa. Ich finde keinen sicheren Weg, darüber zu kommen. Ich bin wohl nicht bereit, ein Anführer zu sein. Hm.
Ich gratuliere dir, Littlefoot. Du hast die große Langhalsprüfung bestanden. Was? Aber wieso denn? Ich konnte die Feuergrube nicht überqueren. Wieso habe ich bestanden? Diese Aufgabe war anders als die anderen. Dabei wurde dein Urteilsvermögen getestet. Die Aufgabe war nicht zu lösen, Littlefoot. Und du hast richtig entschieden, es gar nicht erst zu versuchen. Und wenn ich versucht hätte, über die Feuergrube zu gelangen? Dann hätte ich dich aufgehalten, denn du hättest es nicht geschafft. Aber auch wenn du die Prüfung nicht bestanden hättest, Littlefoot, hätte ich dich immer noch geliebt. Gehen wir. Da kommen die beiden. Littlefoot! Hast du den Test bestanden? Ja, das hat er. Papa, ich hoffe, ich kann eines Tages genau wie du eine Herde anführen. Tja, Littlefoot. Sieht aus, als hättest du bereits eine Herde, die du anführen kannst. Na super, wieder ein Langhalsanführer. Hey, Littlefoot, du musst mir alles über die Prüfung erzählen. Gib dem kleinen Shorty keine Hinweise, Littlefoot. Hä? Hinweise? Shorty ist noch nicht bereit für die große Langhalsprüfung. Na, was hab ich euch gesagt, Freunde? Hey, Augenblick! Heißt das, du hast sie noch gar nicht bestanden? Naja, also, nein, aber ich werde sie bald bestehen. Ich hoffe nicht allzu bald. Das sind nicht nur irgendwelche Eier. Das sind Schnellschnapper-Eier. Schnellschnappers? Schnellschnapper sind Schafzähne. Machen wir Rührei draus. Hey, das könnt ihr nicht machen. Rühr sie nicht an. Nicht machen. Nein. Wir haben sie gefunden, also können wir entscheiden, was wir mit ihnen anstellen. Seid ihr sicher, dass das, was in den Eiern ist, euch nicht fressen will? Naja, sie sind noch nicht geschlüpft. Aber wir können Schafzahneier nicht so dicht beim großen Tal lassen. Es ist zu gefährlich. Dann bringen wir sie weg. So weit weg vom großen Tal, wie es nur geht. Aber wir können die Eier doch nicht von ihrer Mutter wegnehmen. Oh, nein, nein, nein. Was ist, wenn Eiermami kommt und nach die sieht? Ich habe eine Idee. Wir benutzen Petri als Lockvogel für die Schnellschnappermutter. Dann kann der Rest von uns eine Fliege machen. Das ist eine ganz schön gemeine Idee. Oh ja, oh ja. Was denn? Er kann fliegen, wir nicht? Wartet, Hip hat mich auf eine Idee gebracht. Oh nein. Ach ja? Hört zu. Eine Mutter wird immer ihren Eiern folgen, richtig? Also können wir mit Hilfe der Eier die Mutter vom großen Tal weglocken. Und Schnellschnapper uns folgen. Mit Absicht, Dick. Du hast sie doch nicht mehr alle. Das hast du gut gesagt, Hip. Ja, der hat einen Knall. Die Schnellschnappermutter verfolgt uns, egal wo du die Eier hinrollst. Genau, darum geht's ja. Also für mich ist das eine Schnapsidee. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn wir die Eier wegbringen wollen, brauchen wir jede Hilfe, auch eure. Wenn ihr nicht helfen wollt, könnten die Schnellschnapper jemandem von uns wehtun. Vielleicht tun sie auch euch weh. Und das wollt ihr doch nicht zulassen, oder? Ah, na schön, wo ist mein Ei? Wir müssen die Eier an einen Ort legen, der so ähnlich ist wie dieser. In dem großen Berg da ist eine Höhle, die ist gerade richtig. Na schön, bringen wir die Eier dahin. Aber das ist ganz schön sehr weit weg. Je weiter, desto besser. Oh ja. Es bewegt. Ob der Nestling jetzt schlüpft? Nein, noch nicht. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit, bevor es losgeht. Ein Schafzahn! Vielleicht ist das die Mutter, die nach ihren Eiern sucht.
klingt, als wäre sie ganz in der Nähe. Dann sollten wir uns beeilen. Los, kommt! Ich hab ja gesagt, sie ist in der Nähe. Ist sie das? Ist das die Eiermutter? Ich würde sagen, ja. Und sie will ihre Eier zurückhaben. Na schön. Hip und ich werden sie ablenken. Und die anderen versuchen, den See hinter den Bäumen zu erreichen. Da treffen wir uns dann. Jetzt komm schon, Hip. Reiß dich zusammen. Hey, hier drüben sind wir. Sieh mal, was wir hier haben. Schnell, renn zu den Bäumen. Hat er sie abgelenkt. Das ist meine Chance. Nein! Verzieh dich! Nein! Hau ab! Gut, also danke gleichfalls. Was das? Ihr habt es geschafft. Oh ja, ihr habt es geschafft. Wir haben zusammengehalten. Das war super gut. Was stehen wir denn hier rum wie angewurzelt? Wenn wir uns in drei Gruppen aufteilen, dann kann die Schnellschnappermutter uns schlechter verfolgen. Mir reicht's. Ich habe keine Lust mehr, ein Leckerbissen für die Schnellschnapper zu sein. Geht in Richtung Tal an der düsteren Weide vorbei. Als nächstes seid ihr die Schnellschnapperköder. Das ist gute Idee. Wir sehen euch im Tal. Viel Glück, Chomper. Keine Sorge, Littlefoot, das schaffen wir schon. Denn ich weiß, wie Scharfzähne denken. Es geht am schnellsten, wenn wir direkt durchs Wasser gehen. Bist du bereit, Dussel? Oh. Hey, alles wird gut. Wir brauchen nur irgendwas, das schwimmt für das Ei. Ah, für mich brauchen wir auch irgendetwas, das schwimmt. Was soll das heißen? Ich bin kein sehr guter Schwimmer. Kein Problem. Ich bin auch nicht gerade der beste Schwimmer. Wollen mal sehen. Das müsste gehen. Hm.
Schlüssel. Wenn du dich hier dran festhältst und strampelst, dann passiert nichts. So wie ich, siehst du? Hey, Chomper! Warte auf mich! Hilfe! Ich komm ja schon! Pack mein Hinterteil, los! Oh nein, das Ei! Ich hab es! Gut gemacht, Partner. Ja, hab ich gut gemacht. Ja. Wir haben's geschafft. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass uns die Schnellschnappermutter folgt. Vielleicht kann sie ja auch nicht schwimmen. Ich mach sie auf uns aufmerksam. Schnell rauf damit! Beeile dich, Dussel! Zur Weide geht's da lang! Mir weiß nicht, ob Eitragen gute Idee ist. Petri, es kann dir doch nichts tun. Das ist doch nur ein Ei. Das ist es. Ja, das ist es. Mir nicht Angst vor die Ei, mir Angst vor die ganze geheimnisvolle Jenseits. Oh nein! Das ganz schön knapp. Jetzt hilf mir, Hip. Das Ding ist verdammt schwer. Mach ich doch. Sei froh, dass ich überhaupt hier bin. Schnellschnapper-Eier wegbringen, das ist doch verrückt. Aber es muss getan werden. Und es hilft unserem großen Tal. Ha, wir wären nicht in dieser blöden Lage, wenn du auf mich gehört hättest, statt auf den kleinen Schafzahn. Warum sollte ich das tun? Chomper ist zwar ein Schafzahn, aber er ist mein Freund. Littlefoot? Und er ist viel netter als du, denn du denkst immer nur an das, was du möchtest. Littlefoot, das Ei! Hä? Hinterher! Wir treffen uns beide unten! Das Ei darf nicht zerbrechen! Wartet auf uns! Wir sitzen in der Falle! Versuch, da oben raufzukommen. Ich helf dir. Ich bin oben. Wenn wir uns aufeinander stellen, kann Chomper uns die Eier zureichen und wir geben sie dann an Ducky weiter. Yeah!
mich gerettet. Ja, na ja, ich kann doch das Ei nicht allein tragen, oder? Also, wir haben es fast geschafft. Also, die Höhle, von der ich euch erzählt habe, die liegt direkt hinter der Weide. Oh nein, nicht die schon wieder. Die gibt wohl nie auf. Oh, sie liebt ihre Eier. Oh ja, das tut Genug sie. Genug gequatscht. Lauf! Wir sind da. Kommt alle her! Hier wird sie uns nicht entdecken. Interessanter. Weg hier! Drin waren ja wirklich Nestlinge. Und sie gar nicht sehr gruselig. Das sind die meisten Babys nicht. Oh. Jetzt sind sie bei ihrer Mami. Ja, das sind sie, das sind sie. Vielleicht haben wir doch das Richtige getan. Ja, jetzt muss sich niemand bei uns im großen Tal ihretwegen Sorgen machen. Japp, japp,